Herr Dr. Ludwig, Sie haben heute beim Empfang der Wirtschaftskammer einen sehr interessanten Vorschlag gemacht, und zwar, dass Sie jede Woche ein Gesetz oder eine Verordnung, die wirtschaftlich nicht mehr notwendig ist, in Österreich abschaffen möchte. Ja, das war einfach nur der Versuch, ein bisschen zu provozieren, weil ich schon glaube, dass wir in verschiedenen Bereichen überreglementiert und übergeregelt sind. Und aus der Wirtschaft lernt man, was nicht gemessen wird, passiert nicht. Und daher glaube ich, dass wir irgend so eine simple Regel brauchen. Entweder bei jeder neuen Verordnung, bevor man sie beschließt, muss man eine alte abschaffen. Oder eben so ein ganz einfaches Modell zu sagen, machen wir halt einen pro Tag im Jahr weniger. Ich glaube, dass wir auch als Staat oder als Kommune gut funktionieren würden, wenn wir 365 Bestimmungen weniger hätten. Was Sie noch leicht kritisiert haben, war eben der Mangel an Facharbeitern. Das ist ein Problem, das nicht erst seit heute besteht. Sie sind auch noch dazu Sprecher der Zukunftsakademie. In welche Richtung geht eigentlich der Trend, um Verbesserungen auf diesem Gebiet hervorzuführen? Die Zukunftsakademie ist ein schönes Beispiel, wo wir versuchen, sozusagen uns selbst zu helfen. Wir brauchen Ausbildungskonzepte, und zwar nicht nur für Facharbeiter, sondern wirklich in fast allen, vor allem technischen Berufen, weil wir glauben, dass da in den nächsten Jahren noch viel mehr Vakuum entstehen wird. Wir werden einfach zu wenige Nachwuchsführungskräfte, und das sind Akademiker, HTL-Absolventen und auch Facharbeiter, in der Region haben. Und daher die Zukunftsakademie versucht in einem Segment, nämlich in der tertiären Bildung, da Abhilfe zu schaffen mit speziellen Lehrgängen, um technisch versierten, aber auch kommerziell denkenden Leuten neues Handwerkszeug beizubringen. Aber ich glaube insgesamt, das habe ich heute hier versucht zu sagen, ist auch die Politik gefordert, zu sagen, wenn wir unseren Wohlstand in diesem Land halten wollen, dann müssen wir in wirklich gute Ausbildungssysteme investieren, unsere Jugend wirklich sozusagen in der Champions League ausbilden und weiterbilden, damit wir den Wohlstand halten können, den wir heute hier haben. Um kurz auch zu Ihrem Unternehmen Undasch zu kommen, was konkret fällt Ihnen ein, wo ist ein echter Mangel, wo man sofort ansetzen müsste? Was ist das für ein Berufstyp? Es sind vor allem schon technische Berufe. Also technische Berufe heißen bei uns Bauingenieure, Statiker, aber auch in der Fertigung, vor allem Schweißer, wo wir immer wieder natürlich Nachwuchskräfte kriegen, aber es wird immer schwieriger, sie zu kriegen und dann auch ans Unternehmen zu binden, weil in der Region insgesamt eben ein Mangel an gut ausgebildeten, vor allem jetzt technischen Personals besteht. Ich glaube, da ist sicher Handlungsbedarf. Wir machen viel selbst. Wir haben eine Vielzahl von Ausbildungsprogrammen, sowohl für fachliche, aber auch für Führungsaufgaben. Wir haben ein Programm, das nennt sich Leaders, wo wir versuchen, Führungskräften weltweit die Möglichkeit zu bieten, mit in Ausbildungsmodulen sich weiterzuentwickeln und weiterzubilden, um auch ihre Karriere weiterzuentwickeln.